Schönen guten Tag auf Deutsch. Du war Hirnhautentzündung. Natürlich Diagnose. Wo warst du? Also ich bin vor gut anderthalb Jahren zum ersten Mal hier gewesen und bin empfohlen worden über eine Bekannte und hierher gekommen, nachdem ich 6 Wochen im Krankenhaus gelegen habe mit der Diagnose Hirnhautentzündung. Wie viele Wochen im Krankenhaus? Ja, 6 Wochen war ich im Krankenhaus gelegen, bin so zusammengebrochen mit Körper, also mit Taubheitsgefühlen und konnte nicht mehr sprechen und solche Geschichten. Und dann hat man mich im Krankenhaus eben auf Schlaganfall untersucht und dann hat man nichts gefunden und dann hat man diverse weitere Untersuchungen gemacht und ist dann am Ende sind die Ärzte zum Ergebnis gekommen, dass ich ein Liquorüberdruck-Symptom habe, also zu viel Nervenwasser und dass ich eben eine Gehirnentzündung habe. Konnten aber letztendlich, obwohl MRT-Bilder, Röntgenbilder, Ultraschallbilder, Blutuntersuchungen und so weiter und so fort, nicht wirklich eine belastbare Ursache finden und haben mit vielen Medikamenten, Antibiotikum, ganz viele Koffeintabletten und diverse andere Sachen, Schmerzmittel, Morphium versucht, mich wieder aufzupäppeln, was ganz endlich auch geklappt hat, sodass ich wieder entlassen werden konnte, aber es war nicht wirklich weg und ich fühlte mich nicht gut. Ja. So. Hirnhautentzündung. 2 Jahre Kopfschmerzen? Ungefähr? Also ich habe, bevor ich da zusammengebrochen bin, lange unter Kopfschmerzen gelitten, habe mich immer sehr schlapp gefühlt und das war möglicherweise dann so, das der Auslöser. Ja. So, du warst mir kam. Doch, nicht testen. Das doch, doch. Ohne Brille. Hier. Vorne, als du mir kam, Kopf fest gegen meine Hand. Keine Widerstand, die Halswirbelsäule ist keine Kraft drin. Darum deine Kopfgewichte immer vorne, dann zieht das hier immer Kopfdruck. Dann die Halswirbelsäule, ganze Wirbelsäule, keine Kraft. Warum? Das war gut. Zeigst du mal die Narbe hier. Kannst du deutlich zeigen? Größe. Das war viel klein geworden, ne? Das ist deutlich kleiner geworden jetzt mittlerweile, ja. Fast ein Drittel von dem Nagel so. Ja, die war kaputt hier. Kaputt. Ja. Da, ungefähr. Mhm. Die setzt deine die Gewichtbalance-Sensor, die gestört. Darum, als du mir kam, sie unter, mir kam, die alle haben keinen Widerstand. Das ist richtig. Als ich herkam, wolltest du mit dem kleinen Finger alles wegdrücken, wie du wolltest. Darum? Der Bodenkontakt unsicher, dann deine ganze Bibelsäule bis Atlaxe liegt vorne. Dadurch hinter Kopfschmerzen, Bibelsäule arbeitet nicht dieser Bewegung, steht immer so. Dann ganze Bibelsäule Spaltung, die Aquawasser kann man nicht auspumpen. Dadurch Aquawasser geändert geworden. MS und Hirnhautentzündung zu viel ähnliche Symptome. Ursächlich her, ne? Dann wir kam, der war keine Kraft. Dann erst einmal seine Balance-Sensor repariert. Zeig nochmal hier. Der. Das 5 Minuten, die 5 Minuten. Schlimm ist es hier. Dann nachher, unter, dann kommt sofort Kraft. Das ist richtig. Das war sehr erstaunlich. Als Herr Kim das erste Mal angefangen hat, meine Füße zu untersuchen und zu behandeln, habe ich mich war ich schon ein bisschen skeptisch und überrascht, weil man doch etwas anderes erwartet hatte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl die Umstellung der Schuhe, wir haben mir empfohlen, größere Schuhe zu tragen. Pipi-Lumber größer? Ja, fast 4, 5 Nummern größer zu tragen. Und auch die Behandlung hat sehr gut funktioniert. Und auch die unmittelbare Auswirkung auf die Kraft ist schon beeindruckend. Ja, hockt hier nochmal. Der Kraft wieder fehlt, dann hier.
das weh hier. Ah. So. Da, eine halbe Minute hier alles gesamte. 5 Minuten, 5 Minuten. Dann kommt sie unter. Die Kraft hochziehen, die Kraft. Dann 5C, beide kann man Balance-Sensor stabilisieren. Wenn die Kraft kommt, so hier, jetzt ich teste Wirbelsäule gegen Kraft, gegen Drücken. Ja, genau. Jetzt ich habe nicht die Kraft, so stabilisiert. Dann die Halswirbelsäule gerade. Und die massive Kraft her, Gehirn, hinterm Kopf, die kann besser versorgen. Und die Kraft abhängig sie. Ja, das ist in der Tat eine sehr, sehr überraschende, aber auch sehr auffällige, für mich auch logisch nachvollziehbare Verbindung zwischen der Kraft und der Balance und der Stabilität in den Füßen und der Stabilität im Körper, die jetzt wiederhergestellt ist. Und ich habe nach gut 3 Monaten keinerlei Probleme mehr gehabt mit Kopfschmerzen, und nach gut einem halben Jahr Behandlung hier, ja, war ich schmerzfrei und kann wunderbar wieder keine Medikament leben und nehme, ja, ab dem Tag, wo ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, keinen einzigen Medikament mehr. Habe ich gesagt. Und die habe auch keinen Verlangen danach, irgendwelche Medikamente zu nehmen mehr. Das war eine Hirn- und Hautentzündung, alle Quatsch. Und sowieso, die haben Ursache nicht gefunden. Ursache liegt hier und die kleine Schuhe. Also deine Balancegestörung, deine ganzen Wirbelsäule steif geworden. So viele Leute, über 100 Leute, genauso ähnlich deine Syndrom. Ich glaube, dass das viele Menschen ebenso betrifft, und ich glaube auch, dass viele Menschen sehr, sehr jetzt gut behandelt werden könnten. Du brauchst neue Schuhe. Jetzt zeig mal Schuhe hier. Dann hast du 7 Stunden Behandlung, aber nichts passiert. Jetzt ist der Körper sehr stabilisiert. Absolut, aber ja. Die war noch nicht, weil die Fuß immer vorne breiter geworden. Das stimmt, meine Füße, ja, sind in der Tat, ja, wirklich, ja, größer geworden, würde man heute sagen. Ja. So ähnliche Schnittform habe. So, flexibel. Ja, das Geheimnis der Schuhe ist, ja, dass die Sohle flexibel sein muss, ja, und dass die Schuhe vor allem im Bereich der Zehen absolut die, ja, Breite des Fußes auch abbilden müssen und nicht eingequetscht werden. Da muss frei werden, wie barfuß. Und du hast ein halbes Jahr fast weg, trotzdem immer zwischen gekommen. 3 Monate Abstand, letztes Mal 6 Monate Abstand. Richtig. Ja, und so lange Abstand, nur kurz kontrollieren. Dann, die war noch nicht weg. Der muss weg und Halswirbelsäule nochmal stabil machen. Und sehr wichtig, solche unheilbare Krankheit gesund geworden ist, von mir vollkommen gesund, trotzdem halbes Jahr immer 2-3 Monate Kontrolle, weil viele physisch belastet. Wirklich unheilbar gesund geworden. Ich vertraue meinem Körper jetzt besser. Aber Kopf, ja, Schulmedizin unheilbar. Wie kann ich helfen? Hokus Pokus? Man denkt, du hast Sport studiert, oder? Ich habe nicht Sport studiert, aber ich arbeite als Trainer und von daher bin ich sehr mit dem Sport. Ah, du Sporttrainer. Also, dann versteht das. Das ist die Haupt dieser Thema. Aber jetzt zu glücklich. Ich bin sehr zufrieden mit, ja, der Entwicklung und, ja, muss absolut sagen, dass das Vertrauen in die Schulmedizin an der Stelle etwas eingeschränkt gewesen ist nach dem Aufenthalt im Krankenhaus, und dass ich jetzt sehr zufrieden bin mit der Entwicklung, die ich hier erleben durfte. Absolut, ja. Dankeschön.